Hallo zusammen, ich habe hier wieder unseren Katalog 2023 und wir behandeln heute die Seite 8. Und auf der Seite 8 ist diese Kühlbox drin, die B36P. Diese Kühlbox hat natürliche Kältemittel. R290, das hat ein GWP, was sehr klein ist, von 3. Auch das CO2-Äquivalent ist auch kaum auffindbar und durch das eben natürlich und super. Wenn man dann von oben her anschaut, ich habe hier zum Beispiel eine 1,25 Liter Flasche drin, die geht der Deckel nicht zu. Das heißt, wir können keine 1,25 und 1,5 Liter Flaschen stellen. Ich müsste die dann legen oder ich trinke nachher noch halb Liter. Hier drüben ist ein Kühlfach, das ist auch gekühlt, ist aber in der Regel 2 bis 5 Grad wärmer als das Hauptfach. Weiter habe ich hier einen Korb zum Rausnehmen. Und hier ein Trenngitter, das kann ich rausnehmen, kann es reinmachen oder nicht. Hier habe ich eine Innenbeleuchtung, hier mit Druckschalter. Und hier drüben dasselbe, auch mit Druckschalter. Also wenn ich den Deckel zumache, man sieht es vielleicht, geht das Licht aus und wieder an. Die Box hat auf dieser Seite hier Griffe, die sind im Lieferumfang dabei, aber nicht angeschraubt. Wenn man diese Griffe weglässt und die Box so nimmt, hat sie die gleichen Abmessungen wie solch eine Euro-Kiste oder Racco-Kiste oder sonst was. Also wenn ihr euer System auskleidet auf Racco-Kisten, dann hier Racco-Kiste nehmen, obere Teil wegschneiden und dann geht die Box genau in die Kiste rein. Die Box hat eine Breite von 36,5, eine Höhe von 38 und eine Tiefe ohne oder eine Breite ohne Griff von 600 und mit Griff eine Breite von 720, die man ja bei Bedarf wegschrauben könnt oder nicht montieren bei der Auslieferung. Wir haben hier, habe ich gesagt, gleiches Maß wie die Eurokisten. Wir haben aber nur 36 Boxenbreite. Aber hier saugen wir die Luft an und blasen es auf der Seite wieder aus. Durch das brauche ich hier 2 cm Luft und hier 2 cm Luft, um die Box oder den Kompressor zu kühlen bzw. um die Abwärme aus dem Kühlsystem abzuführen. Aus diesem Grund geht hier mit zusätzlich links und rechts 2 cm sind wir dann wieder auf dem Maß der Eurokiste. Weiter haben wir hier die elektrischen Anschlüsse. Wir haben nur einen 12-24 Volt Anschluss. Standard liefern wir solch ein Kabel mit bei. Da schneidet ihr am besten den Zigarettenanzünder ab. Dann haben wir so. Dann haben wir ein geripptes Kabel, das ist der Minus, und ein flaches Kabel, also flache Seite, das ist das Plus, das direkt mit kurzer Leitung und dicker Leitung auf die Batterie anschließen, das Kabel wenn möglich kürzen, also nicht aufrollen so wie hier, sondern abschneiden, wenn ihr die Möglichkeit habt dazu. Den Betrieb auf 220 Volt erfolgt. Der Betrieb über 220 Volt erfolgt über ein Netzgerät, das ist optional. Seht ihr auch unten, mache ich euch den Link zu unserem Shop. So kann die Box über 230 Volt zu Hause, auf dem Campingplatz oder im Bootshafen betrieben werden. Weiter habe ich hier ein Notbetrieb. Wir haben den Standard-Mode, also Standardbetrieb, das heißt so, wie man sich das vorstellt, und den Not- oder Emergency-Betrieb. Hier
wird der Thermostat überbrückt und der Unterspannungsschutz tiefer gesetzt. Also wenn er dann hier läuft, dann ist irgendwas am Thermostaten oder zu hoch eingestellt, das kann auch sein. Oder ihr habt ein Problem auf der Zuleitung mit der Stromversorgung. Die Bedienung dieser Box, die ist identisch wie alle anderen Boxen. Wir haben vier Tasten. Den Hauptschalter, wenn wir hier lange drauf drücken, schaltet die Box aus und es leuchtet nur noch die Power-Taste orange. Wenn das der Fall ist, hier wieder lange drauf drücken, dann schaltet die Box wieder ein. Und dann, wenn der Kompressor das Signal bekommt zum Kühlen, leuchtet es hier wieder grün. Mit der Taste Set kann ich einmal drücken, dann kommt die sogenannte Solltemperatur. Wenn ich zu lange rede, geht sie dann wieder zurück auf die Ist-Temperatur. Das ist jetzt die Temperatur, die innen drin ist, also die zurzeit herrschende Temperatur in der Kühlbox. Drücke ich die Taste Set wieder, kommt wieder die 5 Grad und hier kann ich dann die Box über diese Taste runterstellen bis minus 18 Grad, also als Tiefkühler, oder wieder hochstellen auf plus 5 Grad. Das ist Kühlschranktemperatur, ihr könnt auch hochstellen bis plus 10 Grad. Wenn ich hier die Taste Set zweimal drücke, dann blinkt Grad Celsius, kann ich umstellen auf Fahrenheit oder ich kann wieder umstellen auf Grad Celsius, weil der Wert Fahrenheit ist bei uns in Europa nicht gängig. Weiter kann ich diese Taste dreimal drücken, dann kommt Low, Medium und High. Das ist der Unterspannungsschutz der Kühlbox. Das heißt, sobald die Batterie, wenn ich auf Me, also Mittel einstelle oder Medium, schalte die Box bei 10,5 Volt aus und erst bei 12 wieder ein. Das heißt, eine Bleibatterie wird dann zur Hälfte entladen. Bei der Lithiumbatterie ist dann die schon ziemlich recht leer. Wenn ich diese zwei Tasten miteinander drücke und Set nochmals drück, dann kommt die Spannung 27 irgendwas Volt. Das ist die Spannung hier vom Netzgerät, weil ich das Gerät jetzt momentan über 230 Volt betreibe. Wenn ihr einen 12 Volt Betrieb habt, könnt ihr hier die Spannung in der Box messen. Jetzt die Box nicht mehr am Netzgerät angeschlossen, sondern hier an dieser Batterie. Und wenn ich diese Tasten hier miteinander drücke, wieder die Set-Taste, dann steht 12,35 Volt. Wenn ich jetzt hier hochstelle die Temperatur auf plus 10 Grad Celsius, dann geht der Kompressor aus und ich messe hier diese Tasten wieder drücken, diese Taste hier, dann steht 12,72 Volt. 12,72 Volt ist die Spannung dieser Batterie oder bei euch vom Bordnetz. Wenn der Kompressor anspringt, dann messe ich eine Spannung von 12,35 Volt. Rechnerisch habe ich dann etwa 0,35 Volt Spannungsabfall. Spannungsabfall heißt, das ist der Verlust auf dieser Leitung. Und der sollte nicht höher sein als 0,5 Volt, weil zum Beispiel bei 1 Volt Spannungsabfall und bei 12 Volt Batterienetz habe ich fast 10% Verlust allein auf der Zuleitung. Wenn wir zu viel haben, über 1,2 Volt oder 2 Volt, dann schaltet uns der Kompressor aus. Wenn er anfängt zu laufen, fällt die Spannung zusammen. Dann habe ich unter 10,5 Volt. Wenn der Kompressor wieder... dann geht der Kompressor aus.
Nach 68 Sekunden probiert er zu starten, weil er ja die Spannung von über 12 Volt hat. Er startet, die Spannung fällt wieder zusammen, unter 10,5 Volt und er schaltet gerade wieder aus. Der Lüfter läuft in dieser Zeit, beziehungsweise der Lüfter schaltet aus. Der Kompressor probiert zu starten. Der Lüfter kommt, läuft etwa 60 Sekunden, geht wieder aus. Der Kompressor startet oder probiert zu starten, fällt wieder zusammen und dann liegt es effektiv an der Spannung der Batterie bzw. am Spannungsabfall der Zuleitung. Das hat nichts mit der Batterie zu tun, sondern Kabel, Wackelkontakt. Also wenn ihr dann die Kabel so anschließt wie ich hier, dann ist natürlich dann schon nicht ganz ideal, aber das war jetzt hier für den Versuch. In diesem Katalog hier drin steht, dass diese Box kein Energieverbrauch hat, da steht nämlich kein Wert, weil zum Zeitpunkt der Druckauslegung hatten wir noch keinen Energiewert und der Energiewert ist bei dieser Box auch relativ hoch. Der liegt bei rund 15 Wattstunden pro Stunde. Die Box, die ich euch gestern vorgestellt habe, da liegen wir bei der Hälfte und die morgen, dann liegen wir auch irgendwo bei der Hälfte. Warum ist das so? Und warum hat diese Box ein A-Energielabel? Also der Grund, warum diese Box so schlecht ist, also so extrem schlecht ist sie ja nicht. Das liegt hier an der Isolationsstärke. Klar, zeige ich euch nachher irgendwann noch Boxen, die wesentlich dicker isoliert sind. Wenn ich schlecht isoliert habe, ich habe einen Deckel, der relativ dünn ist. Die Gummidichtung hier ist okay. Aber darum habe ich einen höheren Energieverbrauch, weil die Box natürlich im Verhältnis zum Innenvolumen ein kleines Außenvolumen hat, also einfach eine dünnere Isolation. Ich kann aber mit der vorher gezeigten Batterie damit auch locker 3 Tage runterkühlen. Aber eben, sie ist nicht ganz so gut isoliert wie andere Boxen, die ich euch in dieser Serie jetzt noch zeige. Die Energieklasse A, das ist nicht Energieklasse A, hier steht durchgekreuzt. Nicht labelpflichtig gemäß Artikel 1 Absatz 2 vom Energiegesetz. Weil diese Box hat keinen 230 Volt Anschluss. Dieses Netzgerät hier, was ich euch vorher gezeigt habe, das gehört ja nicht zur Box. Das ist ganz ein anderes Netzgerät. Ihr könnt damit zum Beispiel einen LED-Scheinwerfer betreiben. Da mache ich euch am Ende vom Video einen Link. Durch das kann man diese Box nicht zu Hause betreiben. Durch das geht die nicht unter das Energiegesetz. Da will ich mich gar nicht groß äußern, da verlinke ich euch am Ende vom Video einen Link. Diese Box hat auch im Verhältnis zu anderen Boxen einen relativ starken Kompressor drin. Wenn ich einen starken Kompressor drin habe, habe ich auch nicht so einen guten Wirkungsgrad, aber ich habe natürlich massiv Kühlleistung und durch das auch der Energielabel ist nicht so top wie andere Boxen, aber wesentlich besser als ein Absorberkühlgerät und wesentlich besser als ein thermoelektrisches Kühlgerät, was ich euch 2-3 Videos vorher vorgestellt habe. Aber wir haben auch einen Preis, der auch nicht unbedingt extrem hoch ist. Irgendwo muss man noch ein bisschen Kompromisse machen. Ich verlinke euch hier das Video von diesem LED-Scheinwerfer-Netzgerät und hier unten das nächste Video vom Katalog. Und dann geht es dann um Seite 9, um eine Kühlbox, die weniger Strom braucht und gleich groß ist, wenigstens innen.
und ich wünsche euch einen schönen Tag.